Hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin Zedebio und begrüße euch zu diesen ÖPNV-News. Wir haben viele spannende Themen für euch, unter anderem den Train-Simulator 2020 München Tram Version 1.1 und die kostenlose Erweiterung für das Wuppertal-DLC. Das alles und noch viel mehr jetzt in den News. Wir sind eine Partnerschaft mit simnews.net eingegangen und freuen uns auf diese Zusammenarbeit. Nicht nur wir oder simnews.net profitieren davon, sondern auch ihr. Somit haben wir die Möglichkeit, noch mehr News für euch bereitzustellen. Die Internetseite von simnews.net findet ihr in der Videobeschreibung. Dort findet ihr News rund um die Simulatorenwelt, unter anderem vom Landwirtschaftssimulator, Eurotruck-Simulator, interessanten Interviews mit Entwicklern und Tests zu DLCs und Spielen. Heißen wir also unseren ersten Partner hier herzlich willkommen auf ÖPNV-Simulation und wünschen uns eine gute Zusammenarbeit. Damit geht's jetzt in die News. Und der Train Simulator 2020 wurde offiziell angekündigt. Dieser erscheint am 19. September 2019 auf Steam. Alle Vorbesitzer bekommen dieses Update umsonst, allerdings ohne die neuen Strecken. Die neue Strecke Nürnberg-Regensburg, welche exklusiv ist, und die Strecke Southwestern Mainline und Norfolk Southern Inline. Alle Strecken können separat gekauft werden. Wie es mit der Strecke Nürnberg-Regensburg aussieht, ist noch nicht bekannt, ob man sie einzeln erwerben kann oder ob man sich den kompletten Train-Simulator nochmal kaufen muss, erfahren wir am 19. September 2019. Neben den neuen Strecken kommen auch neue Features dazu, Ambient, Occlusion, Sonnenlicht, Field of View und vieles mehr. Das klingt auf jeden Fall nach einem spannenden Update. Wir werden euch dementsprechend auf den Laufenden halten, weil wir es uns direkt mal anschauen werden. Kommen wir zum nächsten Thema. Und hier ist es: Die Streckenerweiterung für Konstanz-Willingen ist auf 3D-Zug erhältlich und hört auf den Namen Hausach-Konstanz. Das Addon kostet 24,95 € und setzt die Originalstrecke voraus. Mit der Streckenerweiterung kommen 52 Kilometer neue Hauptstrecke dazu, hochdetaillierter Gleisbau, originalgetreue 3D-Fahrerleitung, 5 spannende Szenarien und vieles mehr. Die Downloadgröße beträgt ungefähr so um die 770 MB. Die 52 Kilometer lange Streckenerweiterung ermöglicht es Ihnen, von Hausach durch das Gebirge im Schwarzwald bis ins Flachland an den Bodensee nach Konstanz zu fahren. Erleben Sie die abwechslungsreiche Landschaft, bemerkenswerte Bauwerke und den Charme einer Strecke, welche wegen ihres Verlaufs in Deutschland einmalig ist. Das Addon von OMSI 2 Masterlight Pack ist veröffentlicht worden. Ein weiteres Addon vom Master Switch Studios ist jetzt auf Steam erhältlich. Das OMSI 2 Addon Masterlight Pack kostet auf Steam 14,95 € und erweitert OMSI mit einem weiteren britischen Bus. Der Masterbus Masterlight Pack ist ein Niederflur-Midi-Bus, der 2010 auf den Markt kam. Er war zunächst mit einem Karosserietyp Wheel Forward und später Door Forward erhältlich, mit Produktionsmodellen ab 2014. Dieses Paket enthält extrem genaue Wiedergabe aus den Wrightbus Streetlight Serie, darunter sowohl Cummins als auch Daimler Engine Sounds verschiedener Karosserielängen. Randlänge von 11,5 Meter, 10,8 Meter, 10,2 Meter, 9,6 Meter und eine Linkslenker-Variante 11,5 Meter. Geplante kostenlose zukünftige Updates des Pakets umfassen Non-Micro-Hybrid-Varianten, Dublin-Bus-Spec, London-TFL-Spec und möglicherweise mehr. Das alles jetzt auf Steam. München Tram Version 1.1 ist erschienen. Tram München ist damit in der Version 1.1 angekommen und bietet viel Neues. Das Update wird auch Major Update genannt. Dieses Update hat aber auch mega viel zu bieten. Die Größe Map Update haben wir jetzt die Linie 27 jetzt aktuell mit dabei. Weitere Signaltafeln wurden hinzugefügt. Alle Weichen können nun vom Fahrzeug ausgestellt werden. Weichensignale funktionsfähig gemacht, Ampelanforderungen für Tram eingebaut. Baustelle am Sedlinger Tor mit vielen neuen Funktionen, kleinere Bugs ausgebessert. Auch bei der Straßenbahn ist natürlich einiges passiert. Die IBIS-Routenfahrplan und Ansagen für Linie 27 hinzugefügt. Trennung von Ausstiegs- und Starthaltestellen Sedlinger Tor.
Dynamische Wagennummer, Repaints hinzugefügt, Weichenstellen per Weichenschalter, Weichen werden automatisch per IBIS gestellt, Fahrerfigur eingefügt, Anpassung, Animation der Kilometerzähler im Tacho und so weiter und so fort. All das Update ist wirklich mega, mega riesig. Zumal die Überraschung, die hier angekündigt wurde, sich hierbei um die Menschen handelt. Es sind zwar keine laufenden Menschen, aber man hat auf jeden Fall richtige 3D-Menschen an den Haltestellen platziert und diese steigen denn halt auch, wenn es halt nur ein Sprung ist, in die Straßenbahn mit einem und sitzen dann praktisch als Fahrgast mit drinne. Das ist eine coole Sache, da hat sich München dran wieder mal was einfallen lassen. Es gibt eine kostenlose Erweiterung für das Wuppertal DLC und soll schon in Kürze erscheinen. Projekt Gladbeck deckt damit also das Bild vom letzten Mal auf mit dem S-Bahn-Logo. Wie ich vermutet hatte, handelt es sich hierbei um einen Schienenersatzverkehr, also hier nicht ein S-Bahn-Add-on. Schade. Als Post schreibt Projekt Gladbeck, alle DLC Wuppertal-Inhaber bekommen in Kürze die kostenlose Erweiterung des Schienenersatzverkehrs. Die Busse verkehren im 15-Minuten-Takt zwischen Wuppertal-Wohwinkel Bahnhof und Oberbarmen Bahnhof. Für diese Buslinie als auch das kostenfreie Mini-DLC Nummer 2 für Düsseldorf haben wir die Karte Wuppertal bis zum Wohwinkel erweitert. Lassen wir uns überraschen, wie sich die neue Linie fährt. Als nächstes gibt es Neues vom 3D-Zug. 3D-Zug hat ein neues DLC angekündigt. Es handelt sich hierbei um einen neuen alten Zug. Der ICE 1 erscheint im neuen Glanz von 3D-Zug. Railworks Austria und Trainworks. Für mich ist der ICE ein Meisterwerk an Technik, von daher freue ich mich auf dieses Addon. Die aktuellen ICE 1-Züge im Train-Simulator sind technisch veraltet, sehen nicht mehr so fit aus und haben nicht die aktuellen Zugsicherheitssysteme dabei. Man könne also sagen, dass es sich hierbei um ein Remake der besonderen Art handelt. Lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, was 3D-Zug hier wieder mal bietet, was die hier wieder basteln und was sie hier wieder machen. 3D-Zug kennen wir natürlich, haben auf jeden Fall schon großartige Add-ons bereitgestellt für natürlich den Train-Simulator. Zu guter Letzt, ja, haben wir jetzt natürlich einiges von Lotus. Lotus wird an diesem Wochenende, wird genau heute an diesem Tag, ein Jahr. Heute vor genau einem Jahr ist der Lotus Simulator released worden. Wir haben dazu ein passendes Video gemacht, wo wir einmal zurückspringen zum Release-Zeitpunkt und schauen, wie es damals aussah und wie es heute aussieht. Schweckt doch mit mir in Erinnerung, lasst uns die Höhen und Tiefen des Lotus Simulators nochmal vor Augen führen. Schaut bei uns auf YouTube vorbei und wenn ihr wissen wollt, was so alles in einem Jahr passiert ist, das mal so als kleine Randwerbung, ja, könnt ihr gerne mal vorbeischauen, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lotus hat eine neue Umfrage gestartet. Dabei handelt es sich, was als nächstes bearbeitet werden soll. Hier wird gefragt, ob man sich zuerst um eine simple KI kümmern soll oder ob man sich die Zeit nimmt, um Lotus zu optimieren, zwecks Performance. Hier habt ihr die Möglichkeit, euch für einen Punkt zu entscheiden. Viele wünschen sich natürlich endlich KI im Simulator, allerdings muss man beachten, dass neue Inhalte immer auf die Performance gehen kann. Ist es daher nicht ratsamer, erst die Performance im Griff zu bekommen, um neue Inhalte einzufügen? Wie seht ihr das? Wofür würdet ihr euch entscheiden? Schreibt es doch in die Kommentare und vergesst das Voten im Lotus-Forum nicht. Und zu guter Letzt haben wir noch auch das Einsendeschluss vom Gewinnspiel ist heute bei Lotus. Die besten Bilder mögen gewinnen. Insgesamt gab es 3x Streets of Lotus zu gewinnen. Der erste Platz kann sogar neben einem Key für Streets of Lotus auch ein Ticket zum Fantreffen gewinnen. Wir drücken alle, die mitgemacht haben, ganz dicke die Daumen. So, das waren's auf jeden Fall erstmal so für die News für heute. Da ist doch einiges zusammengekommen. Wie gesagt, wir wünschen jetzt an dieser Stelle, ja, Lotus, alles, alles Gute zum Einjährigen, alles Gute zum Geburtstag. Wir werden mal schauen, was so das nächste Jahr für uns hier bereitstellt. Und dementsprechend werde ich euch natürlich da wieder auf dem Laufenden halten. Also wenn ihr mehr von Lotus sehen wollt, seid ihr hier auf diesem Kanal absolut richtig. So, und da ist nun mal die News waren für diese Woche. Jetzt mal, ich habe das erste Mal probiert, ein Skript vorher zu schreiben und möchte euch von daher fragen, ob euch das aufgefallen ist. Oder mochtet ihr das eher spontan? Was sagt ihr zu der Partnerschaft und wie denkt ihr über das Masterlight Addon? Hätte man das nicht zusammen mit dem Gemini Pack verbinden können? Schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, weiterfahren.